Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Oh Mann, Arden hat es echt geschafft. Er hat die ewige Nacht einläuten lassen. Asche regnet vom Himmel, die Sonne geht nicht wieder auf und Siecher beherrschen die Welt. Und der arme Noctis ist 10 Jahre in dem Kristall gefangen gewesen, um zum wahren König des Lichts zu werden. Und seine Freunde mussten all diese Jahre auf ihn warten und in dieser Höllenwelt überleben. Oh, schlimm ist das, schlimm ist das. Aber jetzt werden wir wohl langsam aber sicher das Finale, das Story-Finale des Spiels zumindest angehen. Ne? Nicht das Ende des Platin-Let's Plays. Das wird noch eine Weile dauern, bevor wir die Platin, beziehungsweise auch generell dieses Projekt zu Ende führen werden. Denn es gibt ja noch einige DLCs, die wir noch zu Ende führen müssen. Erstmal, ja, nach Insomnia. Aufgabe abgeschlossen. Die ewige Nacht. So. Jetzt bin ich gespannt. Also dann. Langsam sollten wir uns bereit machen für den Aufbruch. Zeit, unsere Kampfkluft anzulegen. Tragen wir sie mit Stolz. Ja. Zieht die Bäuche ein, Männer. Man muss jetzt wirklich überlegen, alle aus der Gruppe sind 10 Jahre älter geworden. Das ist ein Gedanke, da muss man erstmal drauf klarkommen. Alter, Ignis kann auch nochmal kochen. Auch wenn es jetzt das Finale ist, ich werde jetzt nichts allzu krasses kochen, würde ich sagen. Am besten irgendetwas, was Noctis sehr gerne mag. Wie zum Beispiel hier die Boxenstopp-Tacos. Ne, LP Maximum plus 750, Angriffskraft plus 180, passt doch. Ne? Paprika, Mördertomate, Baritaurusfleisch. Okay, auf die Tomate könnte man meinetwegen verzichten, aber die gehört wahrscheinlich zur Soße dazu, von daher ist okay. Das ist das Komische an mir. Ich mag zwar keine rohen Tomaten, aber dafür mag ich fast alles an Tomatenerzeugnissen. Sprich, ja, ziemlich alle Sorten von Ketchup. Ich mag Tomatensuppe. Ja. Warum fällt mir jetzt sonst nichts ein, verdammt nochmal? Ich hatte doch sonst auch noch andere Sachen im Kopf. Seine Talentstufe ist gestiegen. Neues Rezept, weicher Rührkuchen. Ah, diese Brille. Oh Mann, die haben sich jetzt eine Menge zu erzählen, bin ich mir sicher. Das letzte Mal lagern vor der finalen Schlacht. Das letzte Mal gemeinsam alte Zeiten wieder aufleben lassen. Ach, ist das schön. Ist das nicht schön? Ach ja, so ziemlich alles, was mit Tomatenmark hergestellt wird. Okay, da gehört Tomatensuppe eigentlich auch dazu. Aber zum Beispiel auch so eben Pizza. Die Soße, die auf die Pizzen draufkommt, so etwas. Ne, also das ist... Ich weiß selber nicht, warum ich nur rohe Tomaten nicht mag. Ich kann es mir selbst nicht erklären, aber naja. Man sucht sich seinen Geschmack ja kaum aus. Die Geschmacksknospen, ne? Nehmen das an, was man am leckersten findet und das akzeptiert man einfach. Nach 10 langen Jahren ist Noctis wieder mit seinen Freunden vereint. Ein letztes Mal zelten die vier, bevor sie nach Insomnia aufbrechen, wo der erwählte König die Welt vor der Dunkelheit befreien will. Boah, guckt euch das mal an. Die haben tatsächlich dabei bei dieser Stelle in der Nähe von Insomnia gelagert. Mutig, muss ich sagen. Ne? Aber schön. Ne, so ein bisschen Ausblick auf die Heimat. Aber, ja, auch ein bisschen riskant, muss ich sagen. Ein bisschen riskant ist das schon. Ja, stellt euch mal vor, irgendeiner, weil ich meine, so in der riesigen Dunkelheit, ne, wenn jetzt ewig Nacht ist, dann fällt jede Lichtquelle, ausnahmslos jede Lichtquelle, immer auf. Ja, scheißegal wann und wie und wo und was. Dementsprechend, ja, möchte man meinen, die werden schnell gesehen und gefunden. Wow, geiles Outfit. Oh Gott. Wir sind zurück in der Heimat. Ja, endlich. Welch ein bittersüßes Wiedersehen. Und wie. Nur noch ein Stück bis zur Zitadelle. Ja. Oh.
Jetzt. Die Musik, Leute. Das Ende der Nacht zur Zitadelle begeben. Erstens, die Musik war gerade der Hammer. Zweitens, diese neuen Outfits von den Jungs. Mega geil. Die sehen ja richtig gut aus. Herrlich. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, die sind aber scheinbar auch entweder... Sind die echt auf so wenig Widerstand gestoßen, dass es nicht wert gewesen ist, das zu zeigen? Und dann sind sie schon so nah an der Zitadelle? Krass. Ich hätte gedacht, wir müssten jetzt so eine krasse Schlacht gegen eine Armee von Sichern bestreiten. Wenn man bedenkt, dass Arden hier seinen Hauptsitz hat, ne? Da möchte man meinen, die Verteidigungslinien hier sind top-notch. Und das ist hier schlimmer bewacht als ein ein Bunker. Und genauso schwer dort einzudringen. Tja, von wegen. Feuer, das trifft sich doch gut. Pistolen, Schilde, alles andere ist wurscht. Na dann. Bereit, Freunde? Oh. Ja. Haut rein, Jungs. Viel Spaß. Ade. Und steigender Impuls. Viel Spaß, Gladio! Ausgezeichnet! Wems! Du scheinst weniger nervös als früher. Vielleicht verberge ich es nur besser als damals. Gut möglich. Nach all der Zeit wundert es mich kein Stück. Vor allen Dingen weiter erst mit... Ja. Erst mit Sydney zusammen. Hallo? Also zumindest, ich meine, klar, es wurde komischerweise von Talcott nur in einem Nebensatz erwähnt oder angedeutet. Zugegeben, könnte auch sein, dass es in Wirklichkeit nicht so ist und das ist nur reines Wunschdenken von mir, aber ist mir egal. Das ist jetzt mein eigener Headcanon, sozusagen, dass die beiden zusammen sind. Wo willst du hin? Ah, okay. Ich wollte die Grenzen austesten. Reicht dir das als Antwort? Naja. Aber krass. Oh, und diese melancholische Musik hier. Guckt euch das mal an, so ein richtiger, das ist so ein richtig geiler Königsmantel auch. Schade nur, hat er sich gewaschen? Das sieht nicht danach aus, sein Gesicht ist immer noch leicht schmutzig. Naja, ist ja auch egal. Ist da ernsthaft eine Rastmöglichkeit? Was? Nee, da ist doch keine Treppe nach unten. Was? Ach, da ist eine Treppe nach unten. Moment. Ich glaube, hier können wir uns ausruhen. Merken wir uns den Ort, falls wir eine Pause brauchen. Ha. Krass. Öffnen, hallo? Interessant. Aber brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Ich meine, wir sind doch noch nicht weit gekommen und bei der erstbesten Gelegenheit kriegt man schon eine Speichermöglichkeit. Hm. Ist zwar lieb vom Spiel, aber brauchen wir doch nicht. Was ist das denn da für ein Viech? Ach du Scheiße. Ihr wisst Bescheid. Isolde-Klaue. Ach du Kacke. Auch wieder ein ordentlicher... Alter, Stufe 72, bitte? Der ist auf der gleichen Stufe wie wir. So ungefähr. Shit. Na, das wird ja lustig. Da bin ich jetzt gespannt, was der für Schwächen hat. Jetzt kommt so, er hat keine. Gib auf. Ergib dich deinem Schicksal und stirb. Das wär's jetzt. Bams. Huiuiui. Uah. Wow. Holy shit. Das ist ja mega krass hier. Alter, ich kann ihn noch nicht mal abwehren, so heftig ist er. Mach mal volle Kanne drauf. Meine Angriffe sind geschärft. Deine Absicht. Nice. Wow. Einmal Supertrank für Prompto. Komm schon, greif doch an! Exekutive!
Okay, ein Elixier könnte ich jetzt gerade gut vertragen. Autsch, Alter. Der hat's ja echt drauf, das muss man dem lassen. Ein Elixier für Ignis. Alter, dein Ernst? Du Drecksvieh. Voll drauf! Nice! Eieieiei! Jetzt drehen wir den Spieß um! Oh, Scheiße! Der arme Prompto, Mist. Da ist doch eine Phönixfeder. Mach doch, Prompto, bitte! Okay, oh, Ignis hat gerade 666 Gesundheit. True Evil! Okay, Gladiolus kriegt das. Und Ignis kriegt nochmal ein Elixier. Oh. Wobei ich glaube, Kombinationsgabe könnte an der Stelle sogar mehr bringen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, gleich ist er down. Oh, oh, Ignis. Kriegt wieder ein Elixier. Oh ja, Bosskampf. Bosskampf sei schon Beschwörung. Mann, bin ich doof. Was? Ich drücke die ganze Zeit schon L2. Jetzt aber. Go. Nice. Okay. Ist eine Weile her, seit wir zu viert gekämpft haben. Weckt einige Erinnerungen. Ich sag euch, uns vier kann nichts mehr aufhalten. Das ist die richtige Einstellung. Okay, wett? Ach so, von dort und jetzt da lang. Ah, die Musik, ey. Ja, ich höre doch schon Viecher. Gleich dürften welche auftauchen, oder? Was ist denn hier? Ganz enge Gasse? Geht es da tatsächlich weiter? Was ist denn hier? Nochmal die Möglichkeit, sozusagen Feuer oder generell Magie aufzutanken. Bei der Gelegenheit, wir haben ja wieder so viele Magie-Container. Wir haben ja jetzt neulich Feuer verbraucht. Da benutzen wir doch wieder ein bisschen was. Ich würde sagen, wir machen wieder einen Todfeuerer. Da. Okay. Nehmen wir sogar mal Todstufe 20, würde ich sagen. Einfach nur, weil wir es können, ne? Okay, so. Ordentlich Damage. Ausrüsten, ja, rüsten wir es mal direkt aus. So. Dann können wir hier jetzt auch endlich wieder ein bisschen was absorbieren, ne? Was war das denn jetzt? Dass ich überall ständig Geräusche höre, macht mich nervös.
Wow. 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 Wo kommt der denn her? Hupsala. Nagarajo. Holla die Waldfee. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schande. Schwerter. Ach, damit kann ich dienen. Kein Problem. Die umgibt echt eine übelst mächtige Aura. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als unser Bestes zu geben. Oh, was denn jetzt? Oh nein! Ich bin versteinert worden. Aber zum Glück habe ich das richtige Mittel dagegen. Halt Stein. Dass auch noch zwei von den Viechern hier sind. Unfassbar. Oh, oh. Komm schon. Aua. Sehr gut. Jetzt aber voll rein. Nice. Sauber, Gladio. Kein Problem. Nice. Wir kriegen das hin, Leute. Einer ist gleich down. Zack. Autsch. Mist. Dass wenigstens einer noch Damage austeilen kann. Dabei wird der Kommandobalken schön gefüllt und bald können wir dann den nächsten Angriff starten. Packen wir's an. Und nochmal voll drauf. Komm, komm, komm. Zack. Dass das sogar doppelt trifft. Voll geil. 20.000 Damage. Einfach so. Herrlich. Und das war's. Sehr gut. Nice. AAS. Wir sind aber auch zu richtig anständigen Jägern geworden. Sogar der General ist von uns beeindruckt. Das will was heißen. Aranea hat uns eine Menge beigebracht. Und selbst wenn das hier alles vorbei ist, werden wir immer noch als Jäger gebraucht. Ja, räumt ordentlich auf. Alter, Aranea ist jetzt General? Nice. Gönn ich ihr total. Yo, Jinbo. Alles klar. Okay. Speere. Ach so. Oder Blitz. Ich habe Feinde. Hammer, Ignis, du liegst wie immer richtig. Seid vorsichtig. Los, machen wir schnell fertig. Ah, ich habe L1 gedrückt, aber es hat nichts. Da war ich noch mitten in der Angriffsanimation. Wow, hoppala. Elixier. Das könnte heikel werden. Einmal drauf. Und zwar richtig. Schabems, Schabems. Oh, Team Link. Oh nein, ach schade. Das war's. Ja, oh. Weiter geht's. Jawohl, euer Majestät. So, was haben wir denn da? Eine Sackgasse. Da wird doch bestimmt was zum Aufsammeln sein. Ah, ich wollte schon sagen. Spiel, enttäusch mich bitte nicht. Ein Finalelixier, sehr gut. Da wäre ich jetzt aber... Boah. Das hätte mich wirklich sehr enttäuscht. Wäre ich sehr enttäuscht gewesen. Oh. Ariadne. Ach, die kriegen wir doch hin. Locker. Ach, zwei Hände, aber Blitz dafür nicht. Na toll, schade. Voll drauf. Und Exekutive. Lieben gern. Okay.
Nice. Boah, wow, sehr gut. Super, Leute. Das war perfekt. Herrlich. Solche Kämpfe kämpft man doch gern. Den Gegner richtig auseinandernehmen und dabei noch cool aussehen. Jawohl. Okay. Kann ich hier hoch? Tatsache. Ha! Dynamo! Dynamo! Sehr gut. Okay. Machen wir weiter. Ah, da ist wieder eine Sackgasse. Die obligatorische Item-Sackgasse, sozusagen. Huch. Bin ich gerade zurückgelaufen? Scheiße, ich glaube, ich bin zurückgelaufen. Ich bin auch ein Experte, ne? Ja, eindeutig. Oh Mann, ey. Ah, ey, ich komme nicht drüber hinweg, wie wunderschön die Musik gerade ist. Die läutet wirklich so das Ende von dieser Story ein. Ich bin wirklich gespannt. Oh, hallo. Können wir gut gebrauchen. So. Durch die Gasse hätten wir hier theoretisch auch durchgehen können, wie es scheint. Also das, damit hätten wir wahrscheinlich ein paar Gegner umgehen können. Jetzt zeigen wir, was Teamwork heißt. Aber auch nur ein paar. Warum kämpfen die überhaupt gegeneinander? Frage ich mich. So schlecht können die doch gar nicht miteinander auskommen. Du störst! Ich hab doch L1 gedrückt, oder nicht? Alter. Ja, nein, ah, falsche Taste zum... Ah, falsche Taste, ich habe nicht parieren können, Mist. Vielleicht ist der Schweif von dem ja eine Schwachstelle. Greifen wir den mal an. Voll drauf. Sehr gut. Nice! Alter, Prompto, das war mega gut. Respekt. Probieren wir das nochmal aus. Yo! Sehr gut. Autsch. Oh, scheiße, der Rest meines Teams ist aber ziemlich angeschlagen. Ups. Elixier für Prompto. Bin dran. Oh, und Elixier für Gladio. Habe ich pariert? Ja, sieht so aus. Okay. Autsch. Elixier für mich. Puh, den Warp-Angriff genau zur richtigen Zeit genutzt. Puh, aua. Mist. Voll drauf. Kriegen wir noch hin. Oh ja. Jetzt aber. Jetzt. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Finalattacke. Toller Teamlink.
Ach, der Begriff wieder. Schon fast vergessen. Ach ja. Hervorragend. Ah, 4 Freunde außer Rand und Band bekomme ich gerade als Trophäe. Das ist eine der Zusatztrophäen, die mit einem Patch gratis dazugekommen sind. Dafür muss man nichts anderes tun, als einfach, ich glaube, 10-mal... Ich weiß nicht mehr, wie oft. Aber man muss es auf jeden Fall ein paar Mal schaffen, diese 10er-Teamlink-Kombo hinzukriegen. Das wollte ich mir eigentlich für später aufsparen, denn beinhalten noch eine zweite Trophäe, die etwas knackiger ist. Und, ja, dann hätte ich das am liebsten im selben Part gemacht, wo ich dann auch diesen Boss erledige. Aber egal. Haben wir die Trophäe vorher verdient, ist ja auch okay. Die Frage ist jetzt nur langsam, ich laufe hier jetzt mittlerweile im Kreis rum und es gibt irgendwie keinen sichtbaren Weg zur Zitadelle. Hm. Vielleicht hier nochmal gucken? Nö. Hier liegt zwar etwas, was schön ist, ein Mega-Phönix, nehmen wir gerne mit. Aber das hilft mir jetzt leider nicht wirklich weiter. Es wird hier ja irgendwo einen Pfad geben, über den ich weiterkomme. Die Frage ist nur, wo genau der liegen könnte. Vielleicht ja in der goldenen Mitte, in den Nebengassen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Wozu sonst würden die Nebengassen existieren, ne? Auf den Hauptstraßen sind lauter mächtige Gegner. Vielleicht sollten diese Früher Gegner... Früher war hier einer meiner Lieblingsläden, aber es ist alles verkommen. Ob es in den Straßen zu kämpfen kann? Wenn wir fürs Friedensabkommen geblieben wären, wären wir heute nicht hier. Auch das wenn wir lange von zu Hause weg waren. Wenigstens sind wir jetzt wieder da. Ja. Gerne hätte ich diese Stadt noch einmal in ihrer Glanzzeit erforscht. So, hier ist noch eine Nebengasse. Feuerwappen. Aber auch das... Hat mir jetzt irgendwie nicht viel außer einem Item gebracht. Ich habe jetzt darauf gehofft, dass irgendetwas kommt, was ich für die Story brauche. Das ist ja jetzt strange. Ich habe ja jetzt auch keine Tipps bekommen, was ich hier genau machen soll. Ich habe jetzt alles auf den Straßen an Gegnern besiegt, das es zu besiegen gibt. Hier ist auch nichts versteckt. Sehr merkwürdig. Normalerweise... Oh, hier! Das könnte doch ein Weg zur Zitadelle sein. Klar, unterirdisch. Ergibt Sinn. Trotz all der Trümmer sieht es irgendwie noch aus wie früher. Ja, stimmt. Hier sind wir oft lang gelaufen. Damals war die Straße belebt. Ich sorge dafür, dass es wieder so wird. Ich dachte jetzt... Wisst ihr, Alter, aus der Perspektive sah es 1:1 so aus, als ob ein Gitter runtergefallen wäre und uns jetzt eingesperrt hätte. Alter, ich dachte jetzt schon, scheiße, wir sind gefangen. Und dann gehe ich so näher ran, oh, sind doch nur die Fliesen. Krass. Optische Täuschung. Da hat Arden doch wieder seine Finger im Spiel. Ich wusste es, der Bastard erwartet uns. Naja, Spaß beiseite. Ihr wisst... Erwarten. Ja, wenn alles vorbei ist, eins nach dem anderen. Ja. Arden wird uns so oder so erwarten. Das steht fest. Ach, ist doch Pipifax hier. Leute. Nice. Sehr gut. Ach, egal. Gladio, go. Verdammt flink.
Jawoll. Der Angriff von Gladio ist schon fast so eine Art Screen-Nuke. Fast eine Screen-Nuke. Er hat ja nicht nur unendliche Reichweite und macht nicht alles auf dem Bildschirm platt, aber er ist nah dran, verdammte Axt. Sehr nah dran. So. Gehen wir weiter. Er ist unerschrocken. Er ist nun ein wahrer König. Oh ja. Und es wird Zeit für den Thron. Ach, da. Klick. So. Die Musik. Jetzt geht's wieder zurück nach oben. Bald sind wir da. Nicht mehr lang, denn irgendwie werden meine Beine auf einmal ganz schwer. Komm schon, Gladio. Lass mich jetzt nicht hängen. Ja, zu Befehl, Euer Majestät. Du bist doch mein Schild, oder nicht? Okay, hallo? Wow. Okay. Gut zu wissen, dass ich hier jetzt eine Art Rücksetzpunkt habe. Erstmal analysieren. Was war denn die Schwäche von Dunkelpudding nochmal? Ich nehme hier bei der Gelegenheit natürlich alles an Erfahrungspunkten mit, was ich kriegen kann. Ach, wobei. Das fällt mir jetzt erst ein. Ich hätte doch hier für die ganzen Kämpfe wenigstens noch dieses eine Sandwich machen können, das mir einen EP-Boost von 50% gibt. Naja, zu spät dran gedacht. Habe ich ehrlich gesagt mittlerweile auch vergessen, dass ich das habe. Jetzt erst ist mir das wieder eingefallen. Naja, was soll's. Autsch. Okay. Da wären wir also. Bei meinen Ahnen. Bei meinen Ahnen. Ich werde alle sicher von der Welt tilgen, auf dass ihre verlorenen Seelen Ruhe finden können. Alter, ernsthaft? Ich habe wieder nicht Exekutive ausführen können, so ein Mist. Go! Voll drauf! Ja gut, das hätte ich vielleicht mit so wenig Gesundheit nicht machen sollen, mein Fehler. Oh ja. Los, Leute. Egal. Hey, alles okay? Ja, ich komm klar. Ja, weiter so, Nacht. Sehr, sehr gerne. Yo. Ah, Noctis hat jetzt wieder fast 100.000 angesammelt. Die anderen etwas weniger, aber klar, wir waren ja in den letzten Kapiteln oft voneinander getrennt. Dementsprechend ist klar, dass sich jetzt ihre EP sehr stark voneinander unterscheiden. Leider. Kann man nichts gegen machen. Ist das ein Behemoth? Scheiße. Oh, na toll, wir können ihn nicht analysieren. Yay! Menschenkönig gegen Behemoth-König. Passt doch. Autsch. Da hätte ich eigentlich noch ablocken müssen. Aber ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Dems! Das hat reingehauen! Nice, Gladio! Sauber, Gladio! Moment, eine Sache, die ich vergessen habe, auch nachzugucken, bei Ignis-Fähigkeiten. Okay, wir haben bald 999 FP angespart. Sehr gut. Vielleicht können wir uns dann... Ich weiß nicht, ob ich mir dann tatsächlich einen Skill kaufen werde, der 999 kostet. Falls es so einen gibt. Ich habe sie gesehen. Ich habe lange nicht mehr in die Fertigkeitenbäume reingeguckt. Aber ich meine, die gibt es.
Jedenfalls, Ignis. Ach, wir können seine anderen Fähigkeiten wieder nehmen. Ach, geil. Ach, verdammt. Elementaura dann auf jeden Fall. Natürlich. Jetzt, wo seine Sinne wieder geschärft sind, können seine Angriffe wieder benutzt werden. Sehr leiten. Autsch. Aber krass, dass der so viele Eisattacken beherrscht, der Behemoth-König. Ja, toll. Irgendwas habe ich zertrümmert. Ich komm klar. Oh, nice. Eiselement mal 20. Puh. Das war ein guter Gegner. Hat mir gefallen. Ha, sehr schön. Kämpfe gegen Behemoths sind sowieso sehr geil. Das Beste, was das, ja, natürliche Wildleben zu bieten hat. Herrlich. So, jetzt könnten wir theoretisch zur Zitadelle. Ja, ich hab's mir gedacht. Da hinten habe ich schon den Weg nach unten gesehen. Da habe ich mir schon sieht fast sicher gedacht. Genug zum Ausruhen aus. Ja. Habe ich mir gedacht, dass dann dort wieder eine Speichermöglichkeit sein wird. Also, ich fand eigentlich das Zelten draußen immer am besten. Nachts am Feuer sitzen und den nächsten Tag ausschlafen. Es war ein schönes Gefühl von Freiheit. Ja, eine tolle Zeit. Ah, dass sie sich schon so nostalgisch fühlen wegen der Zeit. Klar, ist 10 Jahre her, aber trotzdem. Für den Spieler ist es nicht so lange her. Ach. Ignis, lass uns eine Strategie ausarbeiten. Besser spät als nie. Umbra können wir an der Stelle sogar auch nochmal rufen. Okay, gut zu wissen, aber wir ziehen jetzt definitiv durch. Das steht fest. So, noch ein bisschen erholen. Uiuiui. Was ist das denn? Was soll das denn darstellen, Prompto? Komisch. Oh, geil. Der hat ein Bild gemacht, als Noctis von dem einen speziellen Ronin aufgespießt wurde. Ich, wie hieß der nochmal? Yajuribo? Irgendwie so etwas? Ja. Okay. Wenn er das schon aufgehoben hat. Boah, Gladio in seiner geilen Uniform. Her damit. Oh, schade eigentlich. Da ist, wird jetzt gerade das Gesicht von Noct verdeckt. Oha. Oha. Das wird sowas von behalten. Guckt euch das mal an. Mega gut, das könnte ein verdammt gutes Hintergrundbild auch sein. Geil. Respekt, Prompto. Respekt. Okay. Ich wette, das ist auch eine meiner letzten Chancen, um noch einmal manuell zu speichern. Ja, dann nutze ich das eben. Ach du liebe Zeit, da habe ich gerade noch auf die Zeit geguckt. Wir sind schon fast bei 40 Minuten? Verdammt, geht die Zeit schnell rum. Das ist ja unfassbar. Oh, am liebsten hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen weitergemacht, aber wenn man bedenkt, dass ich ja gar nicht weiß, wann die nächste Speichermöglichkeit kommt, mache ich lieber an der Stelle für heute erstmal Schluss. Und dann werden wir im nächsten Part sehen, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Also dann, Leute, an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.